Während der Turm und die Turmkapelle ein sehr gedrungener und verborgener Raum ist, durch seine Massivität an Bauwerk, was wir da vorfinden, kommen wir gerade hier in den heute dritten Bau der Kirche des St. Mauritiusdomes. Und ein Raum, der sich öffnet wie in einem Paradies, so wird er in vielen Beschreibungen immer wieder auch geschildert. Ein ganz weiter Raum, der sich eröffnet, von Säulen getragen. Mittlerweile der dritte Bau, der hier an diesem Ort steht und heute gute 150 Jahre alt ist. Vor knapp 20 Jahren ist er innen ganz renoviert worden, ausgemalt, neu gestrichen worden. Es ist einiges verändert worden. Heute sind wir dran, und das wird uns die nächsten zwei Jahre noch beschäftigen, den Dom von außen zu sanieren. Die Fugen mussten überarbeitet werden. Kreuzblumen, die als Dachreiter auf dem Dach stehen, werden ausgebessert. Eine Kreuzblume haben wir auch hier in der Kirche stehen als Anschauungsobjekt. Ein schöner Raum, der fast konzertalen Charakter hat, wo man tolle Liturgie und Konzerte feiern und hören kann und der einlädt, im Paradies Platz zu nehmen.